Hallo, hier ist Azamat Bagatov. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank fürs Nachfragen. Sagen Sie, Schön. ich habe hier gerade ein Gewinnspiel gemacht und dann kam Ja. Ihre Telefonnummer, habe ich etwas gewonnen. Schaue ich noch mal gerne für Sie nach. Haben Sie Ja. auch eine Codenummer vielleicht? Na, weiß ich nicht. Muss ich nochmal die Seite aufmachen? Einen Moment bitte. Ja. Hier steht, jetzt anrufen, um Ihr Geschenk zu erhalten. Telefonnummer, Wert über 300 €. Aber hier steht nur Telefonnummer. Ah, okay. Ja, gut, dann muss ich ja Ihre Daten aufnehmen. Wie heißen Sie Ja, mit dem Vornamen? Azamat Ja. Bagatov. Asamat Bagatov. Wie Ja. schreibt man Bagatov? Mit V, Vogel V am Ende? Ja, mit den Vögeln. Ja. Das ist Einmal sehr die gut. Straße. Ja, das ist Kriegsstraße. Ja. 241 Ja. in Karlsruhe. Wie lautet die Postleitzahl? Das kann ich Ihnen sagen. Das ist 76185. Vielen Dank. Ja, und das Geburtsdatum, Herr Bagatow, fehlt mir noch wegen der Volljährigkeit, bitte. Ja, das ist das 15. Ja. 73. Ja, volljährig sind Sie ja, ne? Ja, schon Herr etwas Bagatow. länger. Sie auch? Bestimmt haben wir es. Vielen Dank. Herr Ja. Bagatow, und haben Sie auch eine E-Mail-Adresse zur schnellen Gewinnbenachrichtigung? Ah, oh, die weiß ich nicht auswendig. Ist das wichtig? Ja, normalerweise schon, aber wie Sie wünschen. Haben Sie auch eine Telefonnummer für uns? Ah, wofür brauchen Sie die? Ich möchte nicht angerufen werden. Ja, das werde ich dann auch notieren, dass Sie nicht angerufen werden möchten. Ja. Trotzdem, wie gesagt, müssen wir Ihre Telefonnummer wissen, weil, wie gesagt, wir haben ja ein paar Informationen für Sie und dann kann ich ja auch zusätzlich sehen, ob Sie noch eine zweite Chance bekommen haben Ach können. so. Ja, das ist 07221 Ja. 76534. Vielen Dank. Habe ich notiert. Eine Sehr zweite gerne. Rufnummer haben wir. Super. Herr Bagatow, und ich habe jetzt eine gute Nachricht für Sie. Ja. Denn erstens, Sie haben ja sogar zwei Ziele erreicht. Erstens haben Sie Zwei die Reise Ziegen? gewonnen. Zwei Ziele. Ja, das ist ja schade. Ich hätte mich auch über einen Ziegel gefreut. Okay. Herr Bagatow, erstens haben Sie die Reise gewonnen für zwei Personen Ja, nach wirklich? Lübeck. Ja, nach Lübeck, Hamburg und das alte Land im Wert von sogar 500 €. Ins Heilige Land? Das alte Land oder In wie welches gesagt denn? Hamburg, Römisches Hamburg-Lübeck. Reich oder Heiliges Nein, Römisches? nein, das alte Land, das ist ja innerhalb von Hamburg, das ist im Kreis von Hamburg in Im der Kreis von Umgebung. Hamburg? Genau. Oi wei! Und wie gesagt, die Reise geht für zwei Personen. An- und Abreise inklusive Frühstück schon mit enthalten. Und natürlich entscheiden Sie alleine, wie Sie oder wann Sie reisen möchten. Ich Ja. schätze, 14 Tagen erhalten Sie alles schriftlich. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit und nochmal Glückwunsch, ne? Vielen Dank, junges Frau. Sie haben Gerne. mich ein sehr glückliches Mann gemacht. Sehr schön. Und die zweite Chance ist, Sie haben ja sogar jetzt die Möglichkeit, eine Sofortrente zu gewinnen. Das sind Eine sogar Ente? eine Rente. Ja, Männlein oder Weiblein? Nein, Rente. Eine Rente. Pension, ja. Ganz genau, eine Rente. Die können Sie jetzt bei uns gewinnen. Das sind 25 Jahresrenten im Wert von 1 Million €. Werden ausgespielt und sofort altersunabhängig ausgezahlt, steuerfrei vererbbar. Und da drücke ich Ihnen jetzt ganz fest die Däumchen, damit es dann mit den Renten auch klappt. Vielen Wenn Dank. Sie, genau, sollte Sie, wenn Sie gewonnen haben, werden Sie sofort informiert. Ich muss jetzt nur noch wissen, ob das Gespräch aufgezeichnet werden darf zur Qualitätssicherung. Ja, wenn das für Sie auch in Ordnung ist, habe ich damit kein Problem. Vielen Dank. Und wir Ist dürfen für Sie Sie auch bestimmt in auch, Ordnung, ja? natürlich, Gut. wir dürfen Sie bestimmt auch zukünftig über attraktive Börseangebote schriftlich und telefonisch informieren. Ja, aber ich bin nicht oft zu Hause, ich bin oft bei unterwegs. Alles klar.
Dann wahrscheinlich per E-Mail, ne? Haben Sie Ja, die E-Mail-Adresse? besser ist das. Kasachstan. Kasachstan, ja. Wie At. schreibt man Kasachstan? Ja, wie das Land. Ja, mit KH oder mit CH? Nein, mit KH. KH, ne? Kasachstan. At Ja. gov.ru. Ja. Gus.ru. Ja. Wie schreibt man Gus? Gustav Otto Vogel. Ah, okay. Das ist die kasachische Regionalverwaltung. Okay. Weil wir wissen ja alle, Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Ganz genau. Sind Sie auch von Kasachstan? Ja. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan ist für Kalium der Hauptexporteur. Andere Sehr zentralasiatische Länder haben minder Kalium. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Hast du das verstanden? Evagatov, ich bin begeistert. Super. Haben Sie vielleicht auch eine zweite Ruf? Ah, das haben wir schon geklärt. Also ich Nein. bin wirklich begeistert, ne? Ich auch. Schön. Freut mich sehr. Können Sie bitte stehen, wenn wir Danke. Nationalhymne singen? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin schon etwas länger hier in Deutschland. Weh. Ja, ich auch, aber du kannst Ja. nicht deine Wurzeln vergessen, meine Schwester. Ja, also wie gesagt, irgendwie Mazel Tov, dass kenne du ich dich das immer nicht mehr. erinnerst an dein Heimatland. Ja, können Sie noch mal vorlesen oder vorsingen? Soll ich nochmal singen? Ist das jetzt diese Hymne? Ja, das ist die kasachische Hymne. Hast du vergessen? Ja, Ja, warte, ich aber glaube nicht. bitte, bitte stehen. Aufstehen, ja? Eins, zwei, drei. Kasachstan ist das tollste Ach so, Land ist in das jetzt die der Hymne gewesen? Welt. Ja, natürlich ist das die Hymne gewesen. Kennst du Ach nicht so, dein ja, dann brauchen eigenes wir das Hymne? nicht mehr. Ach, alles Aber du klar. kannst mit Ja, mir dann haben wir das zusammen schon. singen, weil wir dienen ja beide dem Falken. Ja. Ja, Bagato, wir haben jetzt nur leider nicht so viel Zeit, ne? Also wie gesagt, ich möchte Sie auch ganz herzlich hier einladen. Also ich bin begeistert, wirklich. Ja, ich Also wie auch. gesagt, ne? Deswegen laden wir Sie jetzt auch ganz herzlich ein, ab dem 1. Oktober bei uns bei der 149. NKE dabei zu sein, denn wir spielen Was war hier. das? 149. Flugmagierbataillon? Nein, nein. 149. NKE, die Nordwestdeutsche Ist Klassenlotterie. das Pionier Die oder kann. ist das Luftwaffe? Nein, es geht ja nicht um die Luftwaffe. Es geht ja hier um die NKE, die Nordwestdeutsche Klassenlotterie. Da geht es hier um eine gigantische 1,6 Milliarden Euro. Gigantische Summe wird jetzt auf nur limitierte 3 Millionen Lose verteilt. Oi Wir wollen sie jetzt. wei, das ist ja unglaublich. Ich freue mich Ja, ganz besonders. ihr Bagatov, wir wollen Sie ja auf der Gewinnerliste sehen und deswegen spielen wir hier jeden Tag 1 Million Euro aus. Eine Das heißt, Million? jeden Tag 1 Million Euro und Oi wei, das jeder. sind ja die besten Nachrichten des ganzen Tages, seit ich heute gehört habe, dass der Taubenstall abgerissen wird. Die haben immer auf mein Dach geschissen. Jeden Tag 1 Million Euro, entweder in einem Strahl Ah, Mazel oder Tov. es gibt Sagst du mit mir Mazel 150. Tov? Ja, bitte? Sag mit mir Mazel Tov, das bringt Glück. Masatov, ja. Dankeschön, das bedeutet mir sehr viel. Ja, dann, wie gesagt, wollen wir Sie jetzt auf der Gewinnerliste sehen und Ja, wir dann wollen können Sie Sie, mich ja, gerne wie mit gesagt, eintragen. 1 Million Euro kann ich gut gebrauchen. genau. Und auch wenn das jetzt nur ein paar Muss ich tausend Euro für Sie sind, weißt du? Promotion machen für altehrwürdigste Fernsehagentur von ganz Kasachstan? Schön.
Da gibt es ja hier sogar 100 mal 10.000 Euro jeden Tag im Wechsel zur Million zu gewinnen. Und damit jeder Teilnehmer auch was wie gesagt, davon was abbekommt. Und jedes Wochenende sind es sogar über 888.000 Ziehungen. Ne, wer kann Ihnen das schon bieten? Und das sogar 6 Monate Gewinnchance bis zu 100%. Oi, Habe wei. ich garantiert. Das hört sich sehr Einzigartig. gut an. Das ist besser als großes Judenrennen am nördlichen Zaun von Kasachstan. Aber sag mir, ich gehe bald nach USA und da und ich brauche einen Kopf mit Zigeunertränen, um mich vor AIDS zu schützen. Kann man das auch gewinnen? Mit Zigeunerträumen Ja, gewinnen? um mich vor AIDS zu schützen. Wie gesagt, lassen Sie sich hier positiv überraschen, weil Sie spielen ja bei uns sowieso ohne Vertrag und ohne Unterschrift und sind dadurch natürlich geschützt, weil Ja. wir sind ja staatlich. Alle Ziehungen sind öffentlich, das Ganze können Sie verfolgen Ach, Sie wurden jederzeit. Wenn verstaatlicht? Natürlich, wir sind ja staatlich. Die NKL existiert schon seit vielen, vielen Jahren und Firma Bösche seit schon über 211 Jahren. Ah, Deswegen sind alle das ist Ziehungen sehr gut. öffentlich. Dann grüßen Sie bitte altehrwürdige Produzent Borat Sagadiev, herzlich von Azamat Bagatov. Sagen Sie, soll es Alles klar, pünktlich bei machen wir. Flughafen und nicht wieder einen Bären mitbringen? Dann wird großer Natürlich, Erfolg das in wollen den wir USA und natürlich da. nicht. Natürlich, wir wollen ja ehrliche, wie gesagt, Gewinne. Ja. Und wir wollen natürlich, dass Sie dann auch uns vielleicht weiterempfehlen, wenn Sie ein paar tausend Euro bei Auf uns jeden gewonnen haben, dann Fall. wollen auch Sie sich, ne? Weißt du, mein Schwester ist das Nummer 3 Prostituierte von ganz Usbekistan und sie wird sich sehr freuen, muss sie nicht mehr arbeiten. Ich verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Ich mich sehr freuen für Ihre Großzügigkeit. Freut mich sehr, ein Kennenlernen zu machen. Ja, wenn Sie wünschen, können Sie hier dabei sein, weil am 1. Oktober starten wir. Wir haben hier für Sie Ja. 3 Pakete reserviert. Welches Das Flughafen? erste. Wir haben keinen Flughafen, Ja, wir aber wie haben sollen wir nur. dann bei Urs und da kommen? Will ich nicht machen wie Thunberg mit einem Nussboot rüberfahren? Ich bin Azamat Bagatov, altehrwürdiger Produzent seiner königlichen Hoheit von Kasachstan. Ich brauche ein Flugzeug zu fliegen nach USA und da. Ja, Sie wohnen ja hier in Deutschland, in Karlsruhe, oder nicht? Ja, aber welches Flughafen? Frankfurt Main, Frankfurt Oder, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart. Ja, Sie können ja, wie Sie wünschen, Sie Ja. alleine entscheiden. Hat Nehmen Sie sich kasachische Flug. Botschaft schon beschlossen? Die haben mir noch nicht angerufen. Ja, ich bin ja jetzt nicht in Kasachstan. Warum nicht? Aber Sie sind von Botschaft, oder? Nein. Warum nicht? Wir sind von der NKL Bösche. Ja, Sie sind böse. Sie hören sich gar nicht böse an. Von der NKL Bösche, von der staatlichen Lotterieeinnahmen. Ja, was Ja, sonst? wie viel Geld bekommen wir für Dokumentation für größtes Land in der Welt? Ich verstehe jetzt nicht, Herr Bagatov. Wie gesagt, ein wenig bin ich überfragt jetzt, ne? Oder Ja. wir irgendwie reden aneinander vorbei. Können Sie einmal fragen, ob in dem Angebot auch ein Blowjob dabei ist? Bei Ihres Vorgesetzten? Ja, also wie gesagt, sowas haben wir nicht, aber Was haben Sie vielleicht können nicht? Sie ja, was Sie jetzt anfragen. Ich habe jetzt nicht verstanden, was das war. Ein Blowjob? Haben Sie Blowjob? Blowjob? Was ist das? Kennen Sie nicht? Hier Bagato, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Freude mit der Reise, ne? Können Sie bitte einmal Und auf Ihrer Post. nachfragen, ob Ihnen das Angebot ist, auch eine Blowjob mit drinnen? Verstehe ich nicht. Können Sie Also bitte wie einmal gesagt, wir dürfen nachfragen? Sie leider nicht. Warum nicht? Ist da keines Manager bei Sie drinnen? Einen kleinen Moment. Ja, vieles Was ist das Dankeschön. denn überhaupt? Können Sie einfach Noch eine kurz nur Frage, nachfragen? bevor Bitte. ich jetzt das Gespräch beende, müsste ich auch nur noch wissen, ob wir Sie informieren dürfen per Brief, Mail und telefonisch zusätzlich. Sie können mir eine Taube schicken, wenn gibt es Neuigkeiten von der Malabar-Front. Alles Weil klar. mein Bruder Billo Gut. ist dort. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Aber Ich ich wünsche Ihnen einen gibt. schönen Tag. Hast du jetzt nachgefragt wegen Blowjob? Mache ich, ne? Vielen Ja, Dank. aber ich muss doch Tschüss. das Antwort haben. Kannst du nicht auflegen, Devoschka?
Hallo? Moment bitte. Ja. Verdammte Scheiße, jetzt hat sie doch aufgelegt. Ich dachte, ich kriege so einen epischen Hirsebrei-Moment mal hin, wo sie dann zum Vorgesetzten hingeht. Was ist dein Blowjob? Können wir das dem Gast geben?